Seit dem 20. März erlebe ich Deutschland im Coronavirus-Zeitalter. Meine Filmtätigkeiten führen mich in den Raum Tuttlingen und an die frühere Heimat an den Bodensee. Ich habe mich einfach mal auf einen Großmarktparkplatz gestellt, um festzustellen, wie lange es geht, bis heute jemand mit mir redet. Das Sozialverhalten, was die Redseligkeit der Deutschen betrifft, hat sich seit dem Coronavirus-Ausbruch total geändert. Ich stand keine 10 Minuten neben einem parkenden Fahrzeug, bis der Fahrer die Seitenscheibe runterließ und mich in ein Gespräch eingebunden hat. Das ist die neue Situation. Ob er in Quarantäne war bisher, weiß ich nicht. Er hat aber das Gespräch gesucht und gefunden. Ich habe ihm einfach guten Appetit gewünscht und gefragt, warst du in Quarantäne? Und meine Vermutungen haben sich mehr als bestätigt. In einem längeren Gespräch, solange er futterte, habe ich erfahren, dass er in Quarantäne war. Er ist froh, wieder draußen zu sein, um am normalen Leben, was man zurzeit in der Virenzeit eben normal nennen kann, teilnehmen zu können. Seine Freunde treffen wird schwieriger sein, denn die Gruppenbestimmungen bestimmen den Ablauf in Freundschaften. Er wird es aber überstehen und, wie gesagt, ein neues Leben beginnen. Ein neues Leben, das Deutschland durch den Virus bestimmt verändert hat.